so bleibt er momentan. Sieht definitiv anders aus als vorher, das Halleluja. Und so bleibt er jetzt, so geht er weiter in die Entwicklung. Es braucht natürlich, hier, dass das Team länger wird. Ja, aber schön, schön, so machen wir weiter. Ich hoffe, es hat euch etwas gebracht. Ihr konntet doch etwas ein bisschen sehen, wie ich was gemacht habe. Sicher, der Draht bleibt jetzt so bis Frühling. Dann schauen wir mal, wie es im Frühling ist, wie die Situation ist. Vielleicht nehme ich etwas weg, vielleicht auch nicht. Warum, dass ich hier unten so weit runter bin, hier unten habe ich zwar nichts dran gemacht, aber ich wollte einfach wieder wirklich guten Halt haben, ohne dass er mir wieder zurückgeht. Und ich wollte nicht spannen, von dem her habe ich es wirklich bis unten wirklich gut verankert am Stamm. Ja, es kommt ja eh weg dann. Wie wichtig ist einfach, dass man es immer im Auge hat, und das macht man ja beim Gießen und beim Pflegen, dass es nicht eindrückt, nicht anfängt einzudrücken beim Stamm, weil es wäre schade, obwohl hier bei der Kiefer wird noch viel passieren mit der Rinde. Also von dem her, ja, ist ja noch ein junger Baum. Gut. Ich werde sicher ein Video machen über das Drahten selber, wo wir es dann detailliert reingehen, aber sonst auf die Schnelle ein paar Tipps zum Drahten. Versucht immer, dass der Draht, wo ihr biegen wollt, dass der Draht eben auf der Außenseite ist. Also wenn wir hier biegen wollen, dass der Draht eben oben ist. Also wenn wir nach unten wollen, dass der Draht nach und oben bei der Biegung ist immer. Das ein Tipp. Zweiter Tipp ist natürlich, ich habe im Video gezeigt kurz, wie man den Draht definieren kann, in der Ast hinbiegen. So kann man schauen, welche Drahtdicke wir etwa nehmen sollen. Und ansonsten schaut immer, dass es versucht immer, dass es keine Kreuzungen gibt, so wenig Kreuzungen wie möglich, also ein Draht auf einem anderen Draht liegt, und versucht immer zu schauen, zu überlegen, in welche Richtung will ich überhaupt diesen Ast biegen. Das weiß man ja, weil darum setzt man ja den Draht an, und dementsprechend ist es halt wichtig, entweder drehe ich es in diese Richtung, Uhrzeigersinn, oder gegen Uhrzeigersinn, so dass, wenn man biegt, die Windungen nicht aufgehen, sondern im Gegenteil, dass sie sich zudrücken beim Biegen, diese Windungen. Ein bisschen kurz überlegen, und dann seht ihr sofort, in welche Richtung man drehen muss, damit sich nicht auflockert beim Drehen, beim Biegen. Und versucht wirklich auch immer etwa die 45 Grad einzuhalten, beim Biegen, dass es etwa immer 45 Grad hat und nicht nur immer die obere Winde, also die wir sehen, sondern auch darauf achten, dass es wirklich kontinuierlich wie ein Gewinde gibt. Ja, das kurz auf die Schnelle zum Drahten. Ich habe hier verschiedene Dicke genommen, und dementsprechend hoffe ich, jetzt muss ich nichts mehr spannen, nichts mehr nachbiegen, sondern dass er jetzt so schön über den Winter durchkommt. Ich habe ihm schon einen rechten Schari gemacht von der Menge her. Vielleicht wird er ein bisschen dran glauben, bis das Saft umgeroutet wird hier unten alles. Und ja, mal schauen, wie er darauf reagiert. Ich halte euch sicher auf dem Laufenden. Und bis dahin, danke vielmals an alle. Schaut auf eure Bäumchen, schaut auf die Gesundheit eurer Bäumchen, gibt ihnen gutes Zeug, und sie werden dankbar sein. Das nächste Video wird der Wacholder sein, einer der Wacholder, den wir runterspannen müssen ein bisschen. Das werde ich sicher mit aufnehmen. Und auch der sieht bombastisch aus, der genießt das Düngerkonzept völlig. Und ihr werdet sehen, der treibt überall, sogar beim Alten, sogar im Stamm innen, sogar dort, wo es gar kein Licht hat, treibt er. Also super Sache. Bis zum nächsten Video. JG Bonsai. Ciao zusammen.